Aha, Moment, da ist noch jemand im Wartebereich. Warum? Okay. Passt. Ja, sehr schön. Zweiter Community Call in der Corona-Zeit. Auch wieder ein paar neue Gesichter. Willkommen. Wer vielleicht das erste Mal da ist, kann kurz mal was zu sich sagen, ganz kurz vorstellen. Ja, oben, ich sehe die Frau Baumann-Renner. Hi, grüß dich. Also ich bin Jedi, ich erscheine immer mit Baumann Renner. Das ist so eingestellt. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das ändern kann. Also ich arbeite als Personalentwicklerin in der SUVA. Also die SUVA ist ja nicht ganz unbekannt. Da ist ja auch die Patricia Kossar mit manchmal dabei. Und ich habe jetzt am Barcamp teilgenommen am 19. und 20. März. Ich war ganz begeistert und habe dann das MOOC-Camp mitgemacht und bin jetzt vor allem so mit agilem Lernen unterwegs. Das hat mich so völlig gepackt. Ich bin auch in einem Wolf-Circle seit ein paar Wochen und jetzt interessiert mich noch das Learn OS. Das heißt, du springst mit Anlauf in den Zaubertrank-Lerntopf rein. Sehr cool. Sehr gut. Lars habe ich noch gesehen. Du bist auch das erste Mal dabei, glaube ich. Ja, richtig. Mein Name ist Lars Hohl, ich arbeite für die Deutsche Bahn. Offiziell bin ich Information Security Manager, aber bin ein bisschen auch Überzeugungstäter, was das Medium Podcast angeht. Und ja, ich habe jetzt irgendwie es durchbekommen, dass wir bei uns sowas auch machen. Und meine Überlegung ist gerade, die Inhalte von LernOS bei uns so ein bisschen, was den Podcast-Bereich gehen, in so ein Intranet-Ding sozusagen so zu verlinken, zu erläutern. Und darum wollte ich jetzt einfach mich hier mal so in den Urschleim begeben und erstmal so ein bisschen Bauchgefühl zu bekommen, was es ist. Ja. Da schicke ich dir mal den Link dann auch zum Leonid Lessner, weil der das gleiche bei Volkswagen macht und an dem Podcasting Guide auch mitschreibt und jetzt auch gerade dran ist, Stream zum Podcasting zu platzieren bei VW. Aber der ist, glaube ich, heute nicht dabei, da hat einen. Ja, wer ist noch dabei? Ich glaube, Martin, du warst auch das erste Mal. Georg, hebt die Hand. Wer mag zuerst? Frank hebt auch die Hand. Gut, dann mache ich weiter. Georg Holzknecht von der T-Systems Telekom. Bin im Bereich Personalentwicklung, Learning and Development und dort im Speziellen zuständig für die Communities, die wir innerhalb der T-Systems, aber auch der Telekom haben. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich hier reingekommen bin. Heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu vernetzen. Was mich interessiert und glaube ich, was der Aufhänger ist, ist, dass viele Communities und auch Community Leads, Hosts, Managers, wie sie sich alle nennen, Interesse haben an einem konzernübergreifenden Community-Austausch. Und da würde mich einfach interessieren, gibt es zu dem Punkt irgendwelche Ansinnen, dass man sich einfach mal zum Thema Communities in Firmen trifft und sich einfach austauscht. Das wäre Okay, so mein cool. erster Anknüpfungspunkt. Es gibt viele Sehr schön. andere auch. Perfekt. Gut. Herr Martin? Ja, hallo zusammen. Ich war das letzte Mal schon dabei, bin aber nicht in Erscheinung getreten. Deswegen Dann jetzt. sage ich jetzt noch was. Ich bin nicht beruflich mit dem Thema Community und Knowledge Management verbunden. Ich bin IT-Berater von Hause aus eigentlich. Habe aber in meinem früheren Leben ganz viel auch mit Knowledge Management und Information Management gemacht. Und bin jetzt hier gelandet eigentlich, weil ich vor 3 Wochen beim EU-Hackathon mitgemacht habe, um im Bereich Schulen eine neue Software zu bauen. Das hat dann nicht so geklappt und ich bin mehr in die Konzeptionsecke geraten, was aber auch ganz gut passt, weil wir vor 2 Jahren eine freie Schule gegründet haben und ich da immer noch auf der Suche nach methodischem Background bin und auch natürlich nach Digitalisierungsmöglichkeiten und Unterstützung durch Dritte. Und deswegen beschäftige ich mich das ganze Thema sehr. Und ja, ich werde nachher ja noch ein bisschen was erzählen, was ich da eigentlich gerade technisch sehe. Sehr schön. Dann sehe ich beim Frank, bei Kai noch eine gehobene Hand und bei Frank und beim Herbert oben. Kai vielleicht erst. Dann fange ich mal an. Hi, moin. Ich bin der Kai aus Hannover, Personal- und Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt Business Management im Service. Und wir haben ja schon ein paar Anknüpfungspunkte, fragt der Simon. Und jetzt hat es endlich irgendwie mal geklappt. Ich bin angemeldet für das Leverness Camp im Juni. Dachte, ich komme jetzt Exzellent. heute mal vorbei. Sehr schön. Dann, Herbert? Ja, ich bin Herbert Just, bin im Ruhestand, war zuvor lange Zeit Lehrer und hatte das Glück, eigentlich in einer
digitalisierten Schule. Also war voll ausgestattet mit iPads, mit da zu lernen. Und habe frühzeitig begonnen mit Podcasts und habe gesehen, man kann alles fragen. Es ist mit Podcasts, und dann bin ich so übergegangen zu Videos und so am Schluss dann Scrum in der Schule, lässt sich's einsetzen oder nicht, und das war von den Ergebnissen her total erstaunlich. Ja, und von daher interessiert mich alles, was Lernen angeht, was Entwicklung da angeht, was man machen kann. Ja. Okay, super. Ich würde auch sagen, du bist nicht im Ruhestand, sondern eher im Unruhestand. Fast allen Events und Aktivitäten dabei bist. Da, genau, und dann hat man den Frank noch, das sehe ich noch gehobene Hand. Noch da nicht? Ne, okay. Okay, gut, dann teile ich mal meinen Bildschirm. Ich habe gerade in den Chat schon reingepostet. Wir haben immer die Agenda für den Community Call auf Connect, auf unserer Community-Plattform. Der Community Call, für die, die jetzt ganz neu dabei sind, ist einmal im Monat. Da gibt es immer so ein bisschen Update, was in der Community passiert ist. Wenn ihr da noch kein Login habt, könnt ihr euch da ganz einfach ein Login klicken. Kriegt ihr sicher keine Werbemails und habt dann eben Zugriff auf auch die ganzen Aufzeichnungen der letzten Community Calls. Könnt dann in Diskussionen teilnehmen. Genau, und wir machen immer so eine Dreiteilung quasi. Ihr müsst jetzt eigentlich meinen Bildschirm sehen. Ich mache noch ein bisschen größer. So ein ganz kleiner Rückblick, was war seit dem letzten Mal. Waren ja fast Ferien dazwischen, also war ein bisschen ruhiger, viel ist nicht so viel passiert, aber ein, zwei Punkte gibt's. Dann haben wir so Themen aus der Community, da kann jeder vorab Sachen melden. Da wird der Martin, der kam so aus dem Dschungel gesprungen und hat gesagt, ich habe euch mal schnell automatisiert, wie man auf GitHub Guides produziert. Das wird er mal zeigen, da ist auch ein Blog verlinkt. Und wir ein bisschen drüber sprechen, das ist ja auch oben bei den Was-War-Punkten so ein Aspekt, das haben sich von dem Working Out Loud Guide die Nutzungsbedingungen geändert, wo ich glaube, dass das auch ein bisschen was, ein bisschen Auswirkungen auf LernOS haben wird. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen, was wir in Richtung Endanwenderfreundlichkeit von den LernOS-Inhalten machen können. Aber vielleicht zum Einstieg mal, ein paar von euch waren schon dabei, wir haben in zwei Wochen ja unser Camp, natürlich virtuell. Also nicht in Bonn, sondern im Neuland ist die Story, ein 24-Stunden-Event, 23. Juni bis, also 16 Uhr bis 24. Juni, 16 Uhr. War ursprünglich geplant als, ja, hauptsächlich mit Microsoft Teams organisiert. Wir haben jetzt ja im ersten Halbjahr oder im letzten Quartal, letzten drei Monate sehr viel virtuelle Veranstaltungen gemacht. Und das, was so mein Gefühl war, war, dass man dieses ganze Thema vorneweg schon mal in den Chat sich austauschen, Sessionplan als Google Doc oder in OneNote oder in Planner und dann auch die Sessions in Videokonferenzen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und dass das, was aber mir immer gefehlt hat, das habe ich in einem Blog mal bezeichnet, der ist auch hier verlinkt, der Blog heißt Räume und Infraräume für virtuelle Barcamps, also so das ist, was so bei Events eigentlich ja, das Salz in der Suppe ausmacht, also sprich, die Leute kommen vorher an, man spricht schon mal, man geht aus einer Session raus, hat noch ein Thema, setzt sich mit dem Kaffee hin. Man sieht, einer schreibt gerade an irgendwas oder macht coole OneNote-Sachen oder wie auch immer. Geht man hin, sagt, zeig mal. Na, und das ist in Videokonferenz wahnsinnig schwer abzubilden, weil alle sind zur gleichen Zeit im gleichen Raum. Dann ist das Event zu Ende, alle drücken auf die rote Telefontaste und sind draußen. Na, das wäre so, wie wenn man quasi im physischen Raum auf einmal weggebeamt ist. Ne? Und das war mit Veranstaltung zu Veranstaltung, ist es quasi immer mir bewusster geworden, dass da ein ganz großer Wert verloren geht. Ja, und deswegen haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht und sind bei einem Tool gelandet, das heißt Remo. Und wir werden jetzt quasi für das Ankommen, also wir machen so den Check-in fürs Camp auf, um 13 Uhr bis 16 Uhr kann man locker ankommen, dann die ganze Begrüßung, Impulsvorträge und so weiter in Remo machen, auch die Abendveranstaltung. Mit einem Live-DJ, der Musik macht. Auch das Treffen dann am nächsten Tag früh findet da statt. Und das funktioniert so. Wir haben uns auch so ein paar virtuelle Welttools angeschaut. Da waren wir nicht ganz so begeistert. Dass ich quasi so eine Art Draufsicht habe, so ähnlich wie wenn ich mir eine Wohnung anschaue. Das ist noch nicht die finale Fläche. Die ist gerade in der Agentur, die uns designt, auch so ein bisschen im CI vom Camp. Und der Kern ist quasi, dass ich da so Tische habe. Und ich mich, ihr seht hier oben, ich mache mal gerade meine Maus ein bisschen größer. Moment, kleinen Moment. So, geh da rüber. Sieht immer noch nicht größer aus, ne? Warum? Wahrscheinlich, weil es Windows ist.
Ah, nee, weil er den nicht ganz rübergenommen hat. Okay, der will nicht größer machen. So, muss der Support. So, jetzt wird es größer. Seht ihr das jetzt in groß? Ja, okay. Na, also man sieht jetzt hier oben so ein bisschen mein Konterfei an so einem Tisch sitzen und ich kann quasi in diesem Tool mit einem Doppelklick auf einen anderen Stuhl, setze ich mich quasi von Stuhl zu Stuhl. Ne, und in, mit den Leuten, mit denen ich an einem Tisch sitze, geht dann eine Videokonferenz auf, ne, wo ich dann mit 6 Leuten quasi an dem Tisch sitze, sofort sprechen kann. Wenn ich möchte, kann ich hier unten Screen sharen. Ich habe immer einen Chat. Es gibt einen Chat über den ganzen Raum. Ne, das ist so wie der das Hintergrundgeräusch in einem Camp, wo man hört, wo wir, was wir, über was wird gerade gesprochen. Habe aber auch für jeden Tisch einen einzelnen Chat und jede Person taucht hier einzeln auf. Das heißt, ich kann jeden einzelnen anchatten. Und wie man hier oben schon so angedeutet sieht, gibt es so eine Bühne. Sobald quasi jemand auf die Bühne geht und die Bühne startet, gehen die ganzen Gespräche an den Tischen zu. Und man sieht groß in so einem Overlay quasi die Leute, die auf der Bühne sind und das, was sie teilen. Und so laufen dann die Impulsvorträge. Ja, dann kann man sagen, wir haben quasi so 3 Impulsvorträge, 20 Minuten, so ein bisschen TED-Talk-mäßig, 15 plus 5 Minuten Q&A. Danach nochmal so eine Staffel mit 12 mal 5 Minuten Lightning Talks, ne, wo man dann sagen, Referentin von dem Impuls geht dann an Tisch 8 und wenn ihr dann in der Abendveranstaltung denen noch was fragen wollt, dann könnt ihr da einfach hin und habt dann da eine Konferenz mit den Personen. Ja, da laufen jetzt für die, die dabei sind, immer freitags 11 bis 12 Uhr so Tests. Ich weiß, ihr habt Clemens, glaube ich, gesehen, der war heute früh dabei. Vielleicht, wenn jemand, der heute früh dabei war, mal kurz ein bisschen erzählt, wie sich das so angefühlt hat. Ja, kann ich machen, Clemens. Sehr intuitiv, also die Hürde war niedrig. Es gibt manchmal vielleicht Schwierigkeiten, aber die habe ich nicht bestätigen können. Und ja, also es ist so ein bisschen, wir haben die Situation einmal gehabt, die Reise nach Jerusalem, wenn dann ein Tisch voll ist, na, dann kommt man nicht mehr dazu. Aber das ist im echten Leben auch so. Also ich finde das sehr, es bildet sehr die Realität ab, die wir im sozialen Austausch eigentlich auch haben. Und man kann anklopfen, also man kann auch wo dazukommen und wen dazu holen. Ja, ich finde es sehr animierend. Also vielleicht an die ein bisschen coden, ist vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell, weil die Tools, die das können, die sind horrend teuer. Also die Anbieter, die lassen sich das ganz gut bezahlen aktuell. Aber ich denke, das ist schon jetzt, wenn man so virtuelle Veranstaltungen macht, wo halt so der Austausch von Mensch zu Mensch oder auch dieses Zufällige, ne, so Serendipity-Effekt, man stolpert über Leute oder über Themen, kommt man, glaube ich, um irgendwas in der Art nicht herum. Genau, also da werde ich jetzt, wir werden jetzt von den Test-Sessions auch mal so ein Video machen, werde ich dann verlinken, kann man da mal reingucken, wenn das interessiert. Dann haben wir den für das Camp auch den Merch-Shop, also wer irgendwie T-Shirts oder Tassen oder sowas haben will, gibt es mittlerweile auf Spreadshirt. Das wird ja auch nicht so sein wie letztes Jahr, dass man es quasi vor Ort bekommt. Aber wer möchte, wer sich damit irgendwas eindecken möchte, ist auch der Link hier drinnen. So, und dann hat man noch, das ist hier der zweite Punkt, gab es ja auch schon einiges an bidirektionalen Gesprächen. Es haben sich die Nutzungsbedingungen der WOL-Guides geändert. Ich habe versucht, das hier in einem Post auf Connect mal ein bisschen zusammenzufassen. Wo ist der hier? Ist auch verlinkt. Und versuche mal so ganz kurz die wichtigsten Punkte rauszuarbeiten. Und dann würde ich sagen, mache ich die Bühne mal auf und dann könnt ihr mal alles ein bisschen erzählen, wie ihr das einschätzt. Im Moment ist es noch recht, ja, so. Eine Story ist, damit wird die Qualität besser und die Circle werden besser versorgt. Andere, wenn ihr auf Twitter letzte Woche ein bisschen mitgelesen habt, ist so, das ist das Ende der Graswurzelbewegungen. Also ich glaube, da gibt es noch kein so richtig einheitliches Meinungsbild. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, erstmal zu gucken, was überhaupt sich geändert hat. Also zum einen mal hier oben ist der Blog von John Stepper verlinkt. Es geht um die WOL Circle Guides Version 6, die jetzt zusammen mit dem neuen Buch rausgekommen sind. Was die Lizenz angeht, hat es erstmal nichts geändert. Der ist ja mit dem Übergang von der 4.5.1 auf die 5 von Creative Commons auf Copyright gewechselt. Das ist auch nach wie vor der Fall. Es wird jetzt in den Nutzungsbedingungen explizit nochmal auf diese kostenlose Nutzung zum reinen Privatgebrauch hingewiesen. Das ist jetzt so, gab es dann viel auch so rechtliche Diskussionen, wo ich immer auch sage, ich bin kein Anwalt, ich habe da so meine Einschätzung, was das bedeuten kann. Aber das muss man natürlich irgendwie Rechtsexperten übergeben, aber schafft natürlich vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, ne? Wenn ich das jetzt quasi in meiner Abteilung aber nur ich verwende, ist es dann privat oder ist es persönlich oder ist es kommerziell?
Ist das erst kommerziell, wenn ich Geld verdiene? Also das, da hatten wir schon viele Diskussionen. Dann, gehen wir ein bisschen weiter runter noch. Genau, dann wird es vielleicht schon ein bisschen knackiger. Also man darf diese Circle Guides jetzt nicht mehr an zentraler Stelle im Intranet speichern. Also das war bei ganz vielen Firmen, würde ich sagen, so Usus, dass man sagt, man hat irgendwie eine Community oder eine Landingpage im Intranet, wo man so ein bisschen Kontext schafft. Ne? Warum ist es für Dollarfirma cool, WOL zu machen? Und dann gab es irgendwie so einen Marktplatz, eine Tabelle oder wie auch immer, wo sich Circles finden können. Und dann halt so eine Liste, wo man sagt, hier Deutsch, Englisch, Circle Guides, Woche 0 bis 12. So, und das geht jetzt nicht mehr, sondern ich muss mich registrieren auf einer Mailchimp-E-Mail-Liste. Also das heißt dann schon mal, meine E-Mail-Adresse wandert nach USA. Und dann bekomme ich quasi im Wochentakt eine Mail geschickt, wo ich einen Link habe, wo ich mir dann die jeweiligen Guides der Woche runterladen kann. Mit dem Argument, dass natürlich die Versionen, die draußen sind, dann immer aktuell sind. Ne? John hat im Blog geschrieben, wenn er den mal durchliest, ne, dass halt viele noch auf alten Versionen sind. Ne, das ist so ein bisschen wie beim Smartphone. Ne? Wenn mich Apple zwingt, abzudaten, dann sind halt die Betriebssysteme von Apple auf aktuellerem Stand als die ganzen Androiden zum Beispiel. So ein bisschen nachvollziehen. Umgekehrt das Argument, dass das für Circle gut ist, gehe ich nicht ganz mit, weil wenn ich jetzt jemand bin, der sich mit Wall noch gar nicht auskennt, will ich vielleicht erstmal alles im Überblick durchlesen und nicht erstmal 12 Wochen warten, bis ich alles habe. Ja, und wenn ich es für den Circle als Service mache, würde ich auch eher wünschen, dass ich sage, wir fangen jetzt an und dann kriegen wir zu fünft im Wochentakt die Dinger. Ja, weil sonst ist ja, wenn ich mit Piwi jetzt einen Circle machen würde und Piwi registriert sich letzte Woche und ich in 3 Wochen, dann ist Piwi immer auf einem anderen Stand, als ich es bin. Dann müsste Piwi mir immer die Guides irgendwie per E-Mail schicken, was dann streng genommen nach Nutzungsbedingungen ein zugänglich machen an Dritten vielleicht ist und dann Piwi sozusagen in der rechtlichen Grauzone ist. Also, weiß ich nicht, das hat jetzt dazu geführt, Leonid ist, glaube ich, heute nicht da, aber er hat zum Beispiel gesagt, sie werden bei VW so machen, dass sie halt auf der Version 4.5 bleiben oder auf der Version 5 bleiben, wo es die Einschränkung noch nicht gab. Ist aber wahrscheinlich auch keine Option für langfristig. Ne? Man wird auch nicht ewig auf Windows 7 bleiben, nur weil einem die Nutzungsbedingungen von 10 nicht passt. Ja. Simon, da hätte ich aber nochmal eine Frage dazu. Ja. Und zwar, genau, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, also bei uns ist es auch so, dass ich auf der Version 5 bleibe, die aber nur bis September noch online steht. Also danach steht die Version 5.0 nicht online. Ich habe jetzt John noch nicht gefragt, was ist, wenn ich Circle habe, die noch über den September hinausgehen? Also wie bediene ich die dann mit der Version 5.0? Die jetzt mit 5.0 angefangen haben und die jetzt nicht im laufenden Prozess jetzt auf 6.0 wechseln wollen und sollen. Ja, ich glaube, das ist ja der letzte Punkt, den ich jetzt markiert habe. Ende September 2020 wird es auf der Webseite workingoutloud.com die Version 5 nicht mehr zum Runterladen geben. Genau. Aber die du jetzt schon runtergeladen hast, kannst du in deinem Intranet einfach stehen lassen. Also du kannst die einfach quasi als PDF in deine Community hochladen. Ja. Die lässt du so, weil man quasi nicht rückgängig oder halt in die Vergangenheit zurück die Nutzungsbedingungen ändern kann. Gut, dann habe ich dann alles klar. So habe ich es auch gemacht jetzt als Support für die. Genau. Genau. Also ich habe auch die Versionen bis zur 3.0 zurück. Falls irgendjemand da noch eine Version braucht, kann ich gerne zuschicken, die PDFs. Aber das wäre der Weg sozusagen, wie man jetzt rechtlich sauber im Intranet das Angebot machen kann, genau. Ich vermute auch mal, Sebastian, hier, dass man es ansonsten gar nicht nutzen dürfte, weil es darum geht, E-Mail-Adressen in irgendeinen Verteiler einzutragen. Also Marcel, du bist ja auch im Call. Weißt du, wie da der aktuelle Stand bei uns, bei Continental ist? Nee, leider nicht. Leider nicht. Also kann ich gerade noch nichts zu sagen. Ja. Mhm. Aber da gab es also vor 2 Jahren, zumindest wäre das irgendwie undenkbar gewesen. Du darfst quasi nichts nutzen, wo du potenziell irgendwie deine E-Mail-Adresse in den Verteiler einträgst. Von daher, weiß nicht, ob das so der sinnvolle Weg ist, ehrlich gesagt. Ja, also das war da auch so, das kriege ich durch den Betriebsrat, kriege ich das gar nicht durch. Genau, deswegen werden wir auf 5.0 stehen bleiben und dann halt mit LernOS weitermachen. Ich habe das bei VW jetzt gefragt, also wir dürfen unsere E-Mail-Adressen tatsächlich für private Zwecke einsetzen. Also ich dürfte theoretisch diesen Dienst nutzen. Habe eine Datenschützerin bei uns gefragt. Sie meinte, muss man ein bisschen gucken, was sie an Daten sammeln und ob die Bedingung, diesen Guide zu bekommen, tatsächlich an diesen Newsletter praktisch geknüpft ist.
Aber zumindest von der E-Mail-Adresse her scheint das bei VW kein Problem zu sein. Also was mich sehr überrascht, aber das ist irgendwie geregelt. Also ich dürfte mich bei Zalando mit meiner VW-Adresse anmelden. Ja, ich hatte es auf Twitter nur mal angedeutet, aber dann wurde gleich recht auf mir herumgehackt. Deswegen habe ich es nicht weiterverfolgt. Was glaube ich, einfach ein spannender Punkt noch ist, was bedeutet ein Intranet? In dem Moment, wo ich was im Intranet speichere, es gibt jetzt die eine Sicht, die sagen, das ist so das Intranet-Portal, also so das Spiegel.de im Intranet. Wenn man aus so einer technischen Brille drauf guckt, ist eigentlich alles innerhalb der Firewall-Intranet. Und damit steht ein on-premise gehosteter E-Mail-Server auch im Intranet. Und wenn ich mich sozusagen registriere und lasse mir dahin den Guide schicken, dann habe ich das theoretisch im Intranet gespeichert. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so gemeint, weiß ich nicht. Ja, aber ich sage mal, gerade diese ganzen rechtlichen Sachen, da geht es ja darum, wenn es eine rechtliche Auseinandersetzung gibt, was ist dann richtig? Ja, deswegen habe ich auch die Kata hat dann immer gesagt, naja, frag halt John. Und ich habe immer versucht zu sagen, naja, das bringt mir an der Stelle nichts, weil wenn es um eine rechtliche Beurteilung geht, dann kann mir John das nicht sagen, sondern das wird halt ein Richter sozusagen entscheiden, wie das ist, ne, im allerschlimmsten Fall. Also das sind einige Sachen, wo, glaube ich, jetzt einfach viel Unsicherheit da ist. Und für uns auch jetzt, was LernOS angeht, glaube ich, ist es halt so ein Punkt, wir sind ja eigentlich gestartet unter diesem Wall-Plus-Label. Also was passiert eigentlich nachdem man den Wall-Circle gemacht haben und haben so ein bisschen implizit vorausgesetzt, dass Leute, die in LernOS einsteigen, mindestens mal einen Wall-Circle hinter sich haben. Und ich glaube, dass uns da einfach jetzt ganz viel Nachschub verloren geht, weil das Leute einfach ausbremst und es weniger machen würden. Oder auch die nicht mehr so offen im Internet sind, weil das jetzt geschlossener wird. Also der ganze Ansatz wird eher geschlossener, als dass es sich mehr öffnet. Und deswegen hatte ich eben hinten auch nochmal gesagt, dass man mal so ein bisschen brainstormen, was wir machen können, um quasi LernOS auch für Newbies, also für Einsteiger attraktiver zu machen und so ein bisschen zu lösen von, wir gehen davon aus, dass zu uns in die Community Leute kommen, die einfach aus dem Woll oder OKR oder GDD-Eck schon kommen. Aber Simon, glaubst du nicht, dass ich da relativ schnell oder ich wäre sofort dabei, auch eine Gruppe zusammenfindet, die so ein Starter-Kit also unter LernOS auch gemeinsam entwickelt. Also gerade mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt auch schon in der Community haben, zu sagen, also wo muss ich denn 2020 wirklich auch aufsetzen bei Startern, also die ja schon mal viel mehr Verständnis mitbringen als irgendwie, was weiß ich, 2015 oder 2017. Ne? Also ich erlebe bei uns zum Beispiel bei Schaeffler immer öfter, dass die Leute tatsächlich schon einsteigen, ohne vorher einen Wall Circle gemacht zu haben, weil sie so diese Behavior schon viel vertrauter sind, was so Community, also so ein Verhalten in so einer Community angeht. Also ich glaube, da haben wir ruckzuck wirklich eine ganz tolle Gruppe zusammen, die da wirklich ein neues Starter-Kit zusammenpasst. Also ich bin sofort dabei. Also es gab, glaube ich, auch der Clemens, du hast, glaube ich, fürs Camp eine Session angeboten, ne? Wo man so dieses Thema, wie setzt es in der Organisation auf? Also ich glaube auch, dass es nicht schwierig ist, es zu tun, aber im Moment sind halt die ganzen Inhalte, die draußen sind, angefangen bei der Webseite, bei den Dingen, die man auf GitHub so findet, abgesehen davon, dass wahrscheinlich die meisten dieser Zielgruppe nie auf GitHub waren, sondern halt gewohnt sind, sie kriegen PDF, drucken sich das aus und legen los, dass wir das halt noch nicht haben und wir halt jetzt einigermaßen systematisch überlegen müssen, was wir alles noch brauchen, um diesen Einstieg halt flüssiger und einfacher zu machen. Gibt es noch andere Stimmen dazu? Also jetzt generell diese Umstellung, ja? Ich bin jetzt leider gerade erst dazugekommen, weil ich eben noch meine Tochter vom Kindergarten abholen musste, aber das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was wir abgesprochen haben schon. Tatsächlich halt diese Zusatzinformationen, die in den Wall-Circles immer noch dabei ist, um halt mehr über die Übungen zu erfahren. Da würde ich sagen, das hat mir, also jetzt zwar nicht gefehlt, aber das ist mir aufgefallen eben beim Lernhaus-Circle, dass das eben nicht so viel hergibt und ich stelle mir vor, dass das eben für Neulinge schon da einfach zu wenig ist. Also dass wir auch diese Ressourcensammlung, die John mittlerweile auf seiner Homepage hat, dass man da halt im Grunde genommen in diese Richtung mehr aufbauen möchte. Ja. Aber natürlich, wie du sagst, eine Grundlage bereits im PDF, also in einem Circle Guide irgendwie zu haben und dann halt zu sagen, vielleicht gibt es weitere Links, die er woanders hat.
Ja. Mhm. Sonst noch Gedanken? Ja, und Simon, Leonid hier, was wir uns auch überlegt haben oder was echt cool wäre, zum Beispiel für Volkswagen, so eine Art Guide zu haben oder Lernungsguide zu haben, was aber vielleicht so ein bisschen mehr auf uns angepasst ist und von uns auch entsteht und nicht unbedingt jetzt jedes Mal dann über John Stepper zu gehen. Wir würden selbst die Sachen entwerfen, also weil wir einfach diese Art zu arbeiten schon verstanden haben. Das heißt, unser Wissen und unsere Erfahrung würde jetzt dafür auch schon reichen, um jetzt Menschen so einen Guide an die Hand zu geben mit unseren Tools und auch wir verstehen unsere Kultur im Unternehmen einigermaßen, um daraus irgendwas anzubieten. Und das ist, glaube ich, was für uns jetzt wertvoll wäre. Wir nutzen jetzt weiterhin Working Out Loud Guides, wir werden jetzt weiterhin die 5. Version nutzen, aber ich denke mal, wir werden jetzt zumindest aus unserer Graswurzelbewegung nicht mehr so diesen Push machen, dass wir irgendwann mal BOL so weit heben, dass VW das lizenziert. Also ich werde das nicht mehr aktiv treiben. Das heißt, ihr macht es auch so, dass ihr die 5er PDFs quasi im Intranet irgendwo hochgeladen habt, darauf die Leute zugreifen können und so lasst ihr es auch einfach, oder? Damit genau, die sind ja schon da. Wir belassen das einfach so in der 5er Version und wenn jetzt jemand die 6er nutzen möchte, könnt ihr es gerne machen. Wir werden darüber informieren. Ja. Aber das ist halt jedem frei zu nutzen. Ja. Ja. Vielleicht mal, von mir so ein paar Anmerkungen. Also ich habe selbst noch kein WUL mitgemacht, habe mir aber das Buch durchgelesen von John und auch den ganzen LernOS-Guide durchgelesen. Komme ja selbst, also schon ewig aus der ganzen Lernumgebung. Was mir auffällt, also einmal die Frage privater Nutzung, habe ich echt Schwierigkeiten, das zu trennen. Wenn ich das jetzt selber im Firmenumfeld nutze, ist das für mich privat oder hätte ich Schwierigkeiten zu trennen, gebe ich dir also recht, Simon, da hätte ich auch keine Lust, auf einen Anwalt zu warten, dass der das irgendwann mal klärt. Also das wäre mir zu heikel. Was mir aufgefallen ist, was die ganze Schreibweise zum Beispiel im Buch angeht, John verwendet unwahrscheinlich viele Beispiele und Geschichten, typisch amerikanisch könnte man sagen, aber es bleibt natürlich oft ganz gut hängen. Und was Leonid, was du gerade sagtest, wenn ihr das für VW anpassen wollt oder jeder für seine Firma, für seine Gruppe, ich glaube, da würden einfach echte Stories noch ganz Menge helfen, wie immer man die dazu packen könnte. Das wird, glaube ich, eine Menge erleichtern, um damit noch umzugehen, auch mit LernOS. Ja. Also wir würden auch Stories reinpacken, die eher so aus unserer Perspektive sind, unsere Erfolgsbeispiele. Wir müssen bei uns nicht dahin kommen und sagen, Leute, nutzt LinkedIn. Also wir würden aber eher hingehen und sagen, guckt, da gibt es ein Projekt und das hat von unserem internen Netzwerk profitiert. Ja. Das ist eher der Vorteil davon und das ist, glaube ich, was wir bräuchten. Ja. Also ich hatte mit dem Winnie ausgemacht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jeder weiß. Letztes Jahr auf dem Camp gab es eine Session, da hat der Winnie mal gezeigt, die Telekom-Geschichten des Gelingens. Das sind so Büchlein hier, wo sie zu Einzelthemen wie Community Management, jetzt ein neues haben sie zu Office 365, Einführung, Multiplikatoren-Netzwerke, Geschichten in so einem Booklet sammeln. Das sind so 20 Seiten. Und da ist jeweils auf einer Seite sind die Menschen mit einem Bild, welche Rolle haben sie bei der Telekom und dann die Story drauf, ne, um diese Learnings sichtbar zu machen. Und da haben wir letztes Jahr im Camp quasi rausgearbeitet, was bräuchten wir, um daraus so ein LernOS-Geschichten des Gelingens zu machen und waren dann sogar so weit gekommen. Es gibt ein Google-Sheet, ein Google-Form, um die einzutragen, eine Möglichkeit, das zu exportieren und dann daraus so ein Booklet zu machen. Die Idee war eigentlich, bis zum Camp dieses Jahr ein oder zwei solche Booklets gedruckt in der Hand zu haben. Wie es immer so ist, ist das so ein bisschen eingeschlafen wieder, aber trotzdem glauben wir an die Idee nach wie vor noch, weil man mit sowas, wenn ich eine übergreifende Sammlung habe, dann natürlich sehr schön einzelne Guides mit Stories von Leuten aus der Community anreichern kann und auch in den Unternehmen sagen kann, das ist eine doofe Story, ich nehme lieber die andere rein. Ne? Und dadurch, dass die Inhalte alle offen da sind, kann ich es dann auch einfach austauschen. Ne? Also das wäre so eine Geschichte, wer da Lust hat. Ich würde sagen, es ist einfach daran gescheitert, dass sowohl der Winnie als auch ich, als auch die Leute, die hier oben drauf stehen, alle nach dem Camp das zwar eine gute Idee fanden, aber natürlich auch einen Haufen Arbeit drinsteckt. Aber die Grundlagen haben wir eigentlich schon. Ich glaube, es sind auch schon 4 oder 5 Geschichten drin. Das ist natürlich noch nicht so viel. Na, aber das Hauptsächliche wäre jetzt, sich darum zu kümmern, gerade wenn man jetzt sagt, man bereitet das für Neulinge ein bisschen besser auf, auch diesen Prozess von den Alumnis, also die schon was gemacht haben, na, denen im Leitfaden den Hinweis zu geben, tragt es da ein, dass dieser Pool von Geschichten eben Stück für Stück anwächst. Sind die Links irgendwo verfügbar? Ich pack das in die Kommentare vom Protokoll gleich noch mit rein hinterher. Ja. Cool, danke. Genau. Gibt es sonst noch Stimmen zu der Umstellung? Sonst gehen wir jetzt weiter.
Ja, mich würde interessieren, sind die Differenzen so groß zwischen der Version 5 und 6? Gute Frage. Also ich habe mich mit meiner Google-Mail-Adresse eingetragen und bin jetzt in Woche 3. Also ich kann nur bis Woche 3 sprechen. Weiß nicht, Magnus, du nickst so. Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar bekommen. Ich bin auch bis Woche 3, ja. Genau. Aber mir fehlt also Woche 2. Ich habe nur 0, 1 und 3 gekriegt. 2 habe ich gar nicht gekriegt jetzt. Okay, doch, die habe ich gekriegt. Kann ich dir gerne weiterleiten, wenn ich es darf? Darf ich das? Darfst du ja nicht. Magnus, bitte von vorne anfangen. Also ich habe es jetzt noch nicht akribisch verglichen. Angekündigt ist ja, dass hauptsächlich Geschichten sich geändert haben und die Woche 11, glaube ich, ziemlich stark sich verändert hat. Und wohl so Plattformen wie LinkedIn mehr hervorgehoben sind. So jetzt vom rein ersten Tuberfliegen ist mir noch nichts Großes aufgefallen. Aber das muss nichts heißen. Ich weiß nicht, ob da jemand andere Erfahrungen hat schon. Oder gar schon in einem Circle ist, der auf 6 läuft. Das wäre natürlich das Interessanteste. Ne? Ich denke, das wird jetzt beim nächsten, übernächsten Community Call dann spannend, weil dann vielleicht können wir uns mal Leute einladen, die jetzt auf Basis von 6 einen Circle schon komplett durch haben. Also ich würde tatsächlich gern einen Working Out Loud Circle durchführen, weil ich auch schon ein Bedürfnis hätte sozusagen für den nächsten Circle. Würde den gern auf Version 6 machen und eigentlich gern in dem Zusammenhang mal im Voltwiki hätte ich mal angefangen, sozusagen diese Übungen halt auch rauszuschreiben, mal zu gucken, mal wirklich zu vergleichen, was hat sich halt zwischen Vol 401, 4.5, 5.0, 6.0, was hat sich verändert, um halt da vielleicht auch dann natürlich Dinge für Lernos eben auch rausnehmen zu können. Das würde mich schon sehr interessieren, tatsächlich, da mal halt diese einzelnen Wochen zu analysieren oder vielleicht auch. Ich weiß nicht, was man davon halt darf. Ich würde eigentlich gerne auch mit diese Übungen halt einfach als einzelne Seiten sagen, was sind denn diese Wollübungen und dann sagen, okay, in Woche 3 des Circle Guides Version 6 wird diese Übung genutzt. Bei Version 5 war das aber schon in Woche 2 oder irgendwie sowas, dass man das halt mal so gegenüberstellt. Also ich hatte mir auch so einen Tag mal eingeplant in der Woche, wo dann eigentlich der 12. Guide da sein müsste, um da mal so beide nebeneinander zu legen und mal so ein Diff zu machen, ne? Dass man da einen Überblick hat, was sich geändert hat. Aber es klingt so, als wenn jemand Lust hat, Vol Version 6 Circle zu machen, kann er sich bei dir melden, Magnus. Das wäre super, ja. Okay, gut. Also ich denke, das wird uns die nächsten Community Calls sicher auch noch ein bisschen beschäftigen, vor allem, wenn dann die Erfahrungen da sind. Würde ich mal eins weiterspringen zu dem Martin. Ich habe in der Agenda hier mal seinen Blog verlinkt, da lest ihr das noch so ein bisschen ausführlicher. Martin wird uns gleich auch erzählen, vielleicht für den Hintergrund, für die bisher einfach erstmal nur in die Inhalte von LernOS Guides geschaut haben. Wir haben ja da recht komplexes technisches Konstrukt. Also zum einen mal schreiben wir die Guides in Markdown und nicht in sowas wie Google Doc oder Word. Das Markdown ist so eine recht einfache Auszeichnungssprache, so ähnlich wie HTML, aber noch einfacher. Wir machen das deswegen, weil wir das mit einem Tool, das nennt sich Pandoc, in ganz verschiedene Zielformate konvertieren können. Also aus dem Markdown entsteht dann eine PDF-Version, eine Word-Version, E-Book-Versionen in EPUB und Mobi. Wir sind am Experimentieren mit Audiobook-Versionen. Da fällt dann hinten direkt auch ein MP3 raus, wo man sich dann den Guide im Auto anhören kann. Oder ich sehe den Achim mit den schönen Bose QC35-Kopfhörern. Da gibt es dann hier LernOS-Guide on Hi-Fi. Und auch so Sachen wie Übersetzung, automatisierte Übersetzung eingeklinkt sind, ne, dass man quasi die aus Deutsch dann Englisch erzeugt und so weiter. So ein bisschen der Hintergrund bei uns war, warum wir das nicht einfach nur auf Google Doc schreiben, ist, weil wir gesagt haben, dass ganz viele Leute jetzt in diesem Kontext organisationales Lernen halt so ein bisschen an der Oberfläche der Digitalisierung rumkratzen, also auf einer App rumwischen und Anwendungen installieren, das kann jeder. Aber wir wollten halt die tiefer einsteigen, auch mal so ein bisschen in den richtigen Digitalisierungstopf fallen lassen. Und da ist man bei GitHub, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und unser Sketchnoting-Team ist da auch ein sehr gutes Beispiel, weil die haben am Anfang weit von sich gewiesen, irgendwann mal was mit GitHub oder mit Pandoc und so zu machen. Ich weiß nicht, ob der Karl noch da ist, der könnte kurz erzählen. Und auf einmal ist da der Benjamin aufgeschlagen und hat gesagt, da würde ich mich mit beschäftigen. Und mittlerweile haben die alle GitHub-Accounts und Arbeiten verteilt am Sketchnoting-Guide. So, und um jetzt diese Zielversionen zu erzeugen, braucht es eine Produktionskette. Die sind auch in diesem Lernos Core Repository ist das beschrieben, also welche Tools man alles braucht. Da braucht man Pandoc und PostScript und.
also so eine Large Tools, ist so ein bisschen kompliziert. Und der Martin hat jetzt einen Weg gefunden, wie man theoretisch um diese ganzen Tools außenrum kommt. Stichwort Containerisierung und quasi mit dem Check-in in GitHub, so wie ich es verstanden habe, automatisch diese Versionen erzeugt werden. Aber das erzählt er uns jetzt gleich. Richtig, das mache ich. Vielen Dank. Ich schalte mal meinen Bildschirm an. Es gibt in der Tat den Blog. Das muss man gerade gucken. Desktop freigeben. So, ihr solltet jetzt eigentlich ein Bild sehen. Ja. Okay, wunderbar. Ja, das passt alles ganz gut zusammen. Also ich bin ja relativ neu bei Lernos. Ich habe mich da umgeguckt, war gleich sehr begeistert. Ich mache ja was anderes, habe ich vorhin schon erzählt. Ich bin ja gerade dabei, auch eine Community zu gründen, die sich mit der Entwicklung eines Schulkonzepts auch in einem ähnlichen Mechanismus wie euch mit dem Working Out Loud beschäftigt, das auch über eine Community zu gestalten. Und dann bin ich eben auf diesen Publishing-Workflow von Simon gestoßen, der mir sehr gut gefallen hat. Was ich eigentlich möchte, ist, dass, und das passt wieder zu den Volt-Themen, dass eigentlich die Community selber stärker involviert ist in das Erstellen der Dokumente. Und wie du gerade gesagt hast, nicht jeder ist jetzt sozusagen so technologisch tief drin, dass er da sozusagen in seiner verteilten Umgebung gut agieren kann. Und deswegen dachte ich mir, da muss man was tun, dass man sozusagen diese Technologien, die ich vorher gar nicht kannte, Pandoc und so, das kannte ich alles nicht, dass man die aber jetzt nutzt, um dann automatischen Workflow zu bauen. Den seht ihr hier mal so konzeptionell kurz dargestellt. Ich komme eigentlich aus dem IT- und Cloud-Umfeld, deswegen fällt mir sozusagen der Automatisierungsteil relativ leicht. Ja. GitHub ist für mich, oder GitLab, ich arbeite eigentlich beruflich mit GitLab, aber das ist sehr ähnlich zu GitHub. Ähnliche Strecken. Das heißt, diese Automatisierung oder die Zusammenarbeit über Versionen ist mir eigentlich sehr vertraut. Und ich gehe mal kurz durch den Pfad hier durch. Ich habe auf der linken Seite, also ich arbeite mit Visual Studio Code. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das kommt aus der Entwicklerecke, ist aber auch für solche Textproduktionen sehr gut zu gebrauchen, vor allem, weil es auch gleich mit Git integriert ist. Sehen wir gleich nochmal kurz. Dann geht es halt ins GitHub, in das Repository, Single Source of Published Truth sozusagen. Aber auch alle Versionen können da natürlich parallel dran bearbeitet werden. Und dann habe ich jetzt, was ich jetzt gebaut habe, ist GitHub Actions, nennt sich das. Das ist ein kleiner technischer Workflow im Hintergrund, der dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn eine neue Version eingecheckt wurde, dieser von Simon beschriebene Publikationsprozess losgeht. Den musste ich für diese Zwecke umbauen, beziehungsweise eben cloudfähig machen und im Hintergrund laufbar machen. Es hat zum einen den Vorteil, dass ich Dinge auch parallel machen kann. Das heißt, diese ganzen Assets werden jetzt parallel produziert. Und zum anderen kann ich hier natürlich auch noch viele andere Dinge tun, die ich so auch tun kann. Aber hier habe ich sie dann sozusagen im Hintergrund immer gleich dabei. Was ich im Moment mache, ist, wie gesagt, ich produziere die alle parallel und unter Hinzuziehung von ein paar Docker-Containern, wo Pandoc und ImageMagick schon vorkonfiguriert ist. Das geht relativ zügig. Der ganze Run dauert etwa 1,5 Minuten, bis ich vom Commit hier in das GitHub, also von dem Einstellen der Version bis zur Erzeugung der fertigen Artefakte, dann alles wieder zusammen habe. Was ich jetzt tue, ist, dass ich am Ende auch wieder in dasselbe Repository rein merge, was manchmal ein bisschen trickreich ist mit den verschiedenen Versionen, aber das habe ich hier, denke ich, gelöst. Üblicherweise würde man hier eigentlich nicht in das Source-Repository rein mergen die Ergebnisse, sondern einen Folgeprozess starten. Zum Beispiel eine Webseite produzieren oder Newsletter verschicken oder eine Printstrecke anstoßen oder was auch immer. Ja. Ich arbeite gerade noch an der Hugo Portierung sozusagen, dass ich gleich eine Webseite, die nicht nur aus einer Seite besteht, herstellen kann. Das geht ja heute schon mit der HTML. Das ist auch relativ einfach machbar, weil Hugo eigentlich sehr ähnlich zu dem Markdown-Format oder mit dem Markdown-Format arbeitet. Das sollte also keine große Hürde sein. Ich habe das mal ein bisschen nach hinten gestellt, weil ich auf der Suche nach Frontends auch nochmal auf Gitbook gestoßen bin. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist kein Open-Source-Tool, das ist ein kommerzielles System. Und was gerade für Leute, die jetzt eher ein bisschen Angst vor der Technik haben, ich kann das gerade mal aufmachen, eigentlich sehr einfach bedienbar ist. Im Hintergrund ist aber direkt eine Git-Integration. Das heißt, ich sehe hier letztendlich eine Webseite, auf der ich meine ganzen Markdowns editieren kann. Also alles, was ich hier jetzt sehe,
ist im Prinzip Markdown und im Hintergrund Git. Und ich kann jetzt aber hier irgendwas editieren. Ja, und in dem Moment, wo ich hier was editiere, keine Ahnung, ich könnte jetzt hier einen Link reinschreiben, weil es hier noch nichts drin steht. Könnte ich jetzt zum Beispiel Janos Das sieht oben schon, da stand jetzt gerade New Draft Started, also damit beginnt jetzt schon irgendeine Versionierung, ne? Genau. Und in dem Moment, wo ich schreibe, sieht man hier unten, poppt auch dieses Fensterchen auf. Das heißt, ich kann jetzt hier, bin sozusagen in einer neuen Version. Ich kann es hier speichern und bin aber erstmal sozusagen noch lokal in der App. Und wenn ich den Merge mache, dann geht es nach Git. Ja. Ja, das heißt, jetzt mache ich einen Merge und das heißt, jetzt bin ich, hat sozusagen das System im Hintergrund diese Variante nach Git reingeladen. Und wenn ich jetzt mal auf mein GitHub klicke, sehe ich hier im Prinzip auch schon irgendwo, im Appendix war, glaube ich, diese Link-Geschichte. Nee, anscheinend noch nicht, Vorführeffekt. Was ich aber sehe, sehe ich gerade nicht. Also anscheinend hat das jetzt mal gerade nicht geklappt, aus irgendeinem Grund. Okay, egal. Also das eigentlich sollte an der Stelle jetzt hier genau dieser Commit gelaufen sein. Das dauert manchmal auch ein paar Sekunden, deswegen kann das sein. Ah ja, jetzt hat das, glaube ich, gemacht. Ja, genau, jetzt hat das gemacht. Zwei Pages modified. Und jetzt startet sozusagen auch dieser Workflow im Hintergrund. Hier sieht man es jetzt. Ja. Das heißt, auf diesem Actions-Tab sehe ich den Workflow. Und wenn ich hier reinklicke, sehe ich halt, wie der jetzt anfängt zu laufen. Und die laufen jetzt hier, wie gesagt, alle parallel. Das ist jetzt relativ technisch. Was da im Hintergrund alles passiert, ist dann im Prinzip, sieht man dann hier die einzelnen technischen Schritte. Der zieht sich also den Docker-Container, checkt die Sachen aus dem Repository aus, setzt ein paar technische Variablen, startet dann das Pandoc. Also das wäre cool, beim Camp eine Session zu machen. Wir haben ja vorher so ein LernOS Template Repository zu machen, wo quasi ein Leitfaden reinkommt, wie man Leitfäden schreibt. Ja. Auch diese ganzen Bilder und welche Größen, welche Tools braucht man. Das fände ich interessant, wenn man sozusagen diesen Prozess mal als erstes Beispiel auf dieses Template Repository anwenden. Ja, das könnte man sicherlich gestalten. Das sollte kein Problem sein. Das wäre cool. So, jetzt der PDF Mobi läuft ein bisschen länger. Die habe ich zusammengepackt, weil es da ja eine Abhängigkeit gibt, weil das E-Book ja aus dem PDF quasi nochmal die Titelseite rauszieht. Und wenn die jetzt alle drei fertig sind, dann kommt sozusagen noch der Publishing-Prozess und am Ende liegt dann sozusagen in dem Repository selber, liegt dann hier in dem Out-Verzeichnis, liegen dann halt die neuen Versionen. Das ist jetzt noch nicht die letzte, weil die jetzt gerade noch, sehr geil, noch produziert, aber hier habe ich dann mein PDF und das ist dann quasi das, was ich halt vorher als Markdown habe. Also ich würde sagen, für alle, die verstanden haben, was da passiert, das ist der Applaus von dem. Dankeschön. Für alle, für die letzten 5 bis 10 Minuten kompletter Bahnhof waren, das ist der Prozess, der euch vielleicht in Zukunft von der Barriere befreit, euch damit auseinanderzusetzen und euch einfach aufs Schreiben von Guides fokussieren lässt. Ja. Also das wird, glaube ich, ein Riesenschritt vorwärts. Sehr cool. Echt super. Ja, ich find das auch, was auch ganz schön ist hier an der Stelle, ist nochmal sozusagen diese Möglichkeit in Git ja auch mit verschiedenen Leuten gleichzeitig an derselben Version zu arbeiten und das dann hinterher letztendlich einfach alles wieder zusammen zu mergen. Das heißt, wenn man das von das ist ja mehr die Git-Logik, das hat ja jetzt nicht so sehr was mit Markdown oder Schreiben zu tun, sondern mehr wie, auf welchen Branches arbeite ich sozusagen und das kann ich natürlich sehr gut parallelisieren. Und ein letzter Effekt noch, der eigentlich auch durch das Gitbook erreicht wird, ich kriege eigentlich direkt auch eine Website produziert. Ja, das heißt, wenn ich mich nicht angemeldet habe bei Gitbook, kann ich das sozusagen bei mir in die Domain reinhängen. Das heißt, ich habe hier sofort die Website sozusagen für alle verfügbar und habe hier alle Daten drin, die ich habe. Deswegen ist mein Hugo-Projekt auch ein bisschen stecken geblieben, weil ich dachte, jetzt habe ich ja schon eine Website, die das dann produziert. Pivi hat in den Chat geschrieben, ich habe nichts verstanden, aber klingt spannend. Genau so. Okay, also war jetzt auch in der kurzen Zeit vielleicht ein bisschen schnell erklärt. Nein, aber ich finde, das ist genau die richtige Stoßrichtung und auch die Idee, dass man halt einfach Leute, die vielleicht bisher nur mit Word und so weiter schreiben, genau mit so Sachen in Berührung bringt und wir halt auch ein Support-Team aufbauen, was dann PWI zum Beispiel mit dem Diversity-Guide
ne, wo man dann sagt, man spricht erstmal, man schreibt erstmal eher in Word und man dann aber relativ schnell dazu kommt, halt die ganzen Vorteile auch nutzen zu können, ne, und quasi als Nebenbeiprodukt ein E-Book auch zu haben und eine Webseite zu haben. Also ich weiß, dass ich den Martin kennen muss. Hallo. Sehr schön. Ich bin hier in der Community, kannst mich gerne anschauen. Ja, genau. Vielleicht kleine Rückfrage meinerseits dazu. Simon, vielleicht für die zwei Leitfäden, die wir jetzt ja gerade, die fast veröffentlichungsreif sind sozusagen, könnten wir das da dann pilothaft direkt ausprobieren mal? Oder was würdest du vorschlagen? Ist das noch zu früh? Ich hab noch nicht hinter die Fassaden geguckt, wie aufwendig es ist, das jetzt quasi in ein bestehendes Repository zu übernehmen. Ich weiß, dass mit Leonid habe ich schon mal ein, zwei Anläufe gemacht, bei dem Podcasting Guide dran zu denken. Da sind wir aber stecken geblieben, haben uns eher auf den Inhalt wieder fokussiert und das gleiche eben dieses Template-Ding. Und ich denke, es macht halt Sinn, das jetzt mal an einem beispielhaft zu machen und da parallel das bisschen mit zu dokumentieren. Das ist eigentlich null Aufwand. Das ist eine Datei, die du in dieses GitHub-Workflows-Verzeichnis legen musst. Das ist genau diese hier. Ich musste vielleicht noch ein paar Pfade anpassen, aber eigentlich ist es das. Fertig. Mehr ist es. Ja. Das ist so, wie wenn der Herzchirurg sagt, die Herzklappe auszutauschen ist null Aufwand. Ich kann euch da gerne ein Studium dazwischen. Ja, aber vielleicht können wir uns da connecten. Also wir haben die Leitfäden ja in OneNote im Prinzip fertig und dann könnte man jetzt gucken, wie man die zügig dort darüber veröffentlicht, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Genau, wir gerne mal eine Session. Gerne. Kein Problem. Also das wäre, glaube ich, genau eine coole Camp-Session auch, ja, das mal aufzusetzen. Ja. Ja. Klasse, sehr gerne. Sehr schön. Danke schon mal. Danke dir. Gerne. Ich mache mal wieder aus hier. Genau, dann haben wir auch nur noch einen Agenda-Punkt, der dann sogar über den Tag heute hinaus reicht. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dieses ganze Thema Endanwenderfreundlichkeit, der ganzen LernOS-Inhalte zu verbessern. Ich habe jetzt fürs Camp mal einen Session-Vorschlag eingereicht dazu. Da würde ich das gerne ein bisschen konsolidieren. Und ich habe ein Etherpad angelegt. Moment, da gehe ich mal gerade drauf. Habe ich das hier schon offen? Nee, muss ich noch aufmachen? Ein Etherpad. Ich kopiere euch auch mal den Link in den Chat, weil die Idee wäre, dass ihr gleich mal so was euch in den Kopf kommt, da vielleicht direkt eintragt. Ja, also ich habe mal draufgeschrieben, ein Pad zum Call. Ne? Was sollen wir an den Inhalten, wie sie jetzt sind, beibehalten? Speziell mit diesem Fokus für Neulinge, also für Noobs, für Newbies. Ja, da könnt ihr einfach mal, sobald ihr die URL aufgemacht habt, man kann oben rechts da draufklicken, dann kann man selber seinen Namen reinschreiben, wenn man möchte, kann aber auch anonym bleiben, kann sich eine Schreiberlinksfarbe aussuchen. Alles, was ihr dann schreibt, erscheint in eurer Farbe. Ihr müsst euch da auch nicht einloggen oder so, sondern könnt einfach mal drauf losschreiben. Ne? Und die Idee wäre quasi, dass wir hier von jetzt eigentlich bis zum Camp, also bis zum 23. Juni, mal sammeln, was wir auf jeden Fall so beibehalten sollten. Was Dinge sind, die man verbessern kann, also wo man auf jeden Fall besser werden müssen. Sind ja einige Sachen schon gefallen. Wird mir auch im Nachgang die Aufnahme nochmal anhören und die Sachen auch rausschreiben. Und natürlich auch ganz wichtig in meiner Community Partizipation. Also wer hat Lust, wo mitzumachen? Ne, das ist, ich habe es vorhin erzählt von diesen Geschichten des Gelingens. Ne, da hat man immer Energie und kommt ein Stück weit und dann bleiben die Sachen aber wieder stecken. Also wenn ihr sagt, was weiß ich, ich würde gern, das wäre cool zu verbessern oder da hat jemand anders eine gute Idee, was man machen könnte und dann sozusagen unten dazu schreiben, da wäre ich mit dabei. Dann könnten sich da Teams formieren, die da eben anfangen an Teilen zu arbeiten. Und in der Regel, wenn sich da so die ersten zwei, drei gefunden haben und das einen Schritt vorangeht, dann finden sich die nächsten meist leichter. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und dann kommen wir da, glaube ich, einen ganz guten Schritt voran. Also das wäre die Idee. Wenn ihr wollt, könnt ihr da jetzt direkt reinschreiben. Man sieht auch schon, die ersten schreiben schon. Lila ist die Piwi. Und ich werde den Link, aber der Link ist ja im Protokoll ohnehin drinnen. Wie gesagt, alles, was ihr eintragt bis zum 23. können wir dann in der Session beim Camp quasi mit berücksichtigen. Genau, das war es soweit an Agenda-Punkten. Vorhin hatte noch einer gefragt, weiß gar nicht mehr, wer es genau war, wegen Community-Management-Austausch. Da wollte ich nur kurz zeigen, dass wir hier quasi, wenn ihr auf der Startseite von Connect seid, ich gehe mal da drauf, da gibt es auf der einen Seite den Community-Kalender, da stehen die ganzen Termine drin, da stehen auch die Community-Calls, aber auch andere.
Und auf der Startseite könnt ihr auch umschalten. Standardmäßig steht es in aktuell. Also da sieht man quasi so, was ist in letzter Zeit passiert und auch wer hat damit diskutiert. Und man kann aber auch umschalten auf Kategorie. Ja, und dann sieht man so ein bisschen thematische Übersicht. Und da gibt es den sogenannten C3-Call. Das ist der Cross-Company Community Managers Call. Der findet einmal alle, wie hilft mir, 2 bis 3 Monate sowas. 3 Monate. Ah, das ist sogar da, sehr gut. Alle 3 Monate statt. Und der hat genau die Zielgruppe Community Manager. Und wollen wir auch beim Camp eine Session mal machen, um diesen Lernos Community Management Guide einen Schritt voranzubringen. Und hier könnt ihr aber auch zurückschauen. Also A, seht ihr die ganzen Leute, die dabei waren. Und ihr könnt zurückschauen, da sind die ganzen Recordings und die Folien auch drin und die Chat-Protokolle. Das für den Kollegen, der da vorhin gefragt hat, nur noch mal als Info. Genau, das war ich, der Georg. Was mir noch nicht ganz klar ist bei der ganzen Plattform, ich bin jetzt zum ersten Mal da drauf, ich weiß auch gar nicht, wie ich in den Call hier reingekommen bin. Und wenn es jetzt hier beispielsweise um diesen Community Manager Call ginge, ich war da eben drauf, wie kann ich Kontakt aufnehmen, dass ich mich da anmelden kann? Ja, du musst dich eigentlich gar nicht anmelden. Der nächste ist jetzt der 6. am, Achim, hilf mir, 6. am 9. Juli, 4 bis 5. Und auf der Seite wird dann der Einwahllink gepostet. Das kommt dann automatisch. Genau. Also du bist jetzt heute wahrscheinlich mit eingeladen, weil du zum Camp angemeldet bist. Und alle, die beim Camp angemeldet sind, haben wir jetzt heute mit eingeladen. Wenn du magst, können wir dich gerne in dem Verteiler drin lassen. Dann bekommst du die Community-Call-Einladungen auch immer. Und ansonsten findest du die im Community-Kalender. Also wir tun nicht jeden zu allen Terminen einladen, weil das, ich denke, jeder hat genug E-Mail und braucht nicht noch mehr. Aber da wäre quasi der Weg über den Community-Kalender dann der richtige oder die Kategorie jetzt wie C3-Call, wo man halt dann genau zu der Veranstaltung findet. Aber gut, das war jetzt der Mechanismus. Das heißt, die Dinge stehen hier und zu irgendeinem Zeitpunkt kommt dann der Termin. Das ist halt, sagen wir, wenn man da mal drauf war, muss man immer warten, wann kommt's. Ist halt ein bisschen, vergisst es. Ich vergesse es. Du kannst dir einen Termin erstellen. Naja, wenn dich das interessiert, kannst du dir einen Termin erstellen. Einfach den Link zu dieser Seite und dort steht tatsächlich dann wirklich der Einwahllink. Ab wann? Und, wir planen so 2 Wochen vorher. Es ist eher kurzfristig. Wir kommunizieren das auch über LinkedIn oder Twitter. Aber es wird auf jeden Fall auf dieser Seite dann sein. 1 Woche vorher, sagen wir so. Da müssen wir auf jeden Fall drinstehen. Wir haben schon ein paar Mal überlegt, ob wir eventuell alle Termine, die angekündigt werden, auch nochmal in einem Google-Kalender sammeln, den man sich dann in Outlook anbinden kann und dann mit einem Klick sieht, was sind in der Community die nächsten Termine. Aber da braucht man halt auch immer jemanden, der dann dafür sorgt, dass der auf dem Stand ist. Und es gibt halt tatsächlich auch viele Termine, wo man selber dann gar nicht mitkriegt, weil sie die Community-Kalender-Seite ist im Wiki-Modus, da kann jeder was dazu schreiben. Und man bräuchte dann jemanden, der sozusagen da regelmäßig draufschaut, was da eingetragen ist. Also vielleicht haben wir da noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Du kannst aber auch einfach dem Achim auf LinkedIn folgen, weil der hat immer ziemlich coole Posts, wo das sofort ins Auge sticht. Darüber kriege ich es meistens mit, wenn es mal vergessen haben sollte. Also wir machen halt Pull und kein Push an der Stelle. Kann man drüber reden, ob das sinnvoll ist. Aber es ist natürlich, wir sind ja so ein gemischtes Team aus verschiedenen Unternehmen und wir pushen das in unseren Intranets vor allen Dingen und nach außen haben wir jetzt keinen festen Mailverteiler. Also es ist eigentlich genau aus so einem Benchlearning, aus so einem übergreifenden Austausch von Firmen zu Community Management entstanden ursprünglich mal. Und dann haben wir so Stück für Stück geöffnet, ne? Aber ohne große Publikationsstrategie. Was vielleicht noch interessant sein könnte, der Vinny, der auch diese Geschichten des Gelingens gemacht hat, der hat so eine Reihe aufgesetzt für das Thema Vielfalt und Community Management, die Vielfalt Talks, die werde ich jetzt auch noch ergänzen im Community Kalender heute oder am Wochenende. Und da ist am Montag, 8.6., ist da so ein Austausch, 14 Uhr zum Thema Community Management unter anderem. Und dann das nächste Mal, da ist der Achim ja schon da. Da geht es um Communities bei Daimler, 25.06. Beide Veranstaltungen finden in diesem Remo-Tool statt. Also wer sich für Community-Management interessiert und oder Remo mal kennenlernen will, wären das 2. Da ist unten dran ist so ein kleines Formular, da kann man sich anmelden. Nun ist vielleicht auch eine schöne Brücke zu dem ganzen Thema Diversity, weil der Vinny ist ja bei der Telekom zuständig für die Menschennetzwerke und ihm ist ganz wichtig, dass solche Netzwerke und Communities dann gut funktionieren, wenn
da eine gewisse Vielfalt an Erfahrungen, an Hintergründen und so weiter vorliegt. Deswegen finde ich es eigentlich ziemlich schön, dass er da dieses Thema Vielfalt mit Community Building zusammenbringt. Ich bin auch schon gespannt, was Achim da erzählen wird. Ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ich bin gespannt auf Montag. Okay, also 5 Minuten haben wir noch. Weiß nicht, hat noch jemand irgendein Thema? Oder haben wir 5 Minuten für einen Kaffee gewonnen? Ich habe noch eine technische Frage. Ja. Genau, und zwar, wenn ich jetzt eine Session eintrage für Camp, ja. Trage ich da jetzt auch einen Link ein für ein Teams oder läuft das dann über das Remo, weil ich leider noch nicht bei diesen Remo-Veranstaltungen dabei war? Also nee, die Sessions, die laufen über Microsoft Teams. Das Remo verwenden wir im Camp tatsächlich nur für Eröffnung und Socializing. Okay, ja, für also die ich beim ganz normalen Teams-Link da ein. Nee, musst du nicht. Die kommen dann von uns. Also okay. Es gibt den im Wiki gibt's den Call for Participation für alle, die angemeldet sind. Darüber laufen die Session-Vorschläge. Also hier trägst du deinen Session-Vorschlag ein. Ja. Und dann gibt es hier das Programm. Wenn du im Programm ein bisschen runtergehst, da sind schon die Session-Slots. Da habe ich jetzt schon angefangen, meine einzutragen, genau gerade. Da darfst du dich noch nicht eintragen, weil am 18.06. 18 Uhr bis 19.06. 18 Uhr ist das Voting. Ah, okay, und dann habe ich das falsch verstanden. Okay. Die ja. 20 gewoteten Sessions kommen dann hier rein. Jede Session bekommt ein Mural Whiteboard, ein Etherpad und eine Teams-Session quasi als Ressourcen. Mille grazie. Perfetto. Und es ist Doku-Wiki, so wie das Wall-Wiki. Mhm. Den Link habe ich vorhin auch gepostet. Genau. Sehr schön. Okay. Sonst noch jemand was? 3 Minuten haben wir immer noch. Immer so schnell. Na, dann würde ich sagen, halte ich das Recording an und beenden wir den offiziellen Teil. Ein paar Minuten. Ich werde noch ein paar Minuten da sein, falls jemand noch da bleiben will. Und dann sehen wir uns oder viele von uns beim Camp und der nächste. Ah, gute Frage. Sollte man eigentlich immer parat haben. Ne? Der nächste Community Call Termin ist am Community Kalender. Muss ich selber schauen. Juni ist heute, 3.7. 3.7. 13 Uhr. Alles klar. Danke. Jo, bis dann. Danke. Ciao. Danke. Tschüss. Lang, tschüss. Cool, ciao. Danke. Tschüss. Hallo Simon, Sandra.